Dass auch Soldaten im Einsatz sind, ein Beleg dafür, dass nicht nur ihr Name bedrohlich klingt. Die kausalen Folgen der afrikanischen Schweinepest könnten von katastrophaler Natur sein. In naher Zukunft könnte das regionale Schwarzwild ausgerottet sein. Über den mit dem Ausbruch einhergehenden wissenschaftlichen Schaden beispielsweise in der Landwirtschaft lässt sich bisher nur spekulieren. Es gibt zum Zeitpunkt auch keine Hilfspakete. Also wir müssen diese Debatte führen und wir müssen die Debatte führen, wie wir zum Beispiel in der Kernzone mit den Landwirten umgehen, und da wird es uns hart treffen. Deshalb haben wir uns in den anderen Bereichen ja so relativ zeitnah und schnell reagiert. Und die zentrale Frage ist auch noch die dritte. Wir haben auch die Jäger eingebunden in die Stabsarbeit und die Landwirte, also die Fachkompetenz dieser Menschen sitzt mit am Tisch, und ich glaube, wir sind damit gut gefahren. Fallwildsuche, Zaunbau und Bestandsreduzierung. Märkisch-Oderland stemmt sich gegen die afrikanische Schweinepest. Um die stetige Ausbreitung in unseren Breiten zu verhindern, soll sie unter anderem eingezäunt werden. Im östlichen Oderbruch wurde mit dem Bau eines 40 Kilometer langen festen Schutzzaunes zur Begrenzung der Kernzone begonnen. Die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest soll so verhindert werden. Stand Mitte November wurden in Brandenburg bisher 157 laborbestätigte Fälle, davon 17 in Märkisch-Oderland registriert. Also zum einen ist es natürlich eine Gefahr für alle anderen Wildtierbestände im Landkreis oder auch in ganz Europa. Und deshalb muss hier der Versuch unternommen werden, eine Ausbreitung nach Westen zu verhindern. Auf der anderen Seite kann natürlich ein Eintrag in Hausschweinbestände, das heißt in kommerzielle Mastanlagen oder Vermehrungsanlagen, wie aber auch bei Kleinhaltern, die bei sich auf dem Grundstück noch 2-3 Schweine halten, würde durch die hohe Mortalität, also wir sprechen hier von 95% Todesrate, würde natürlich da auch zu einem immensen Schaden führen. Mit dem Bau des südlichen Zaunabschnittes bei Klessin wurde die Firma Galle aus Großbaren beauftragt. Täglich werden knapp 2,5 Kilometer des mobilen Zaunes gesetzt. Wichtig ist, dass kein Schwein mehr durchkommt. Der Zaun ist also 1,30 Meter hoch und hat unten dann eine Auslegung noch in Richtung Oder, sodass die Schweine, wenn die ankommen, nicht unter den Zaun durch können. Und natürlich die Hoffnung, dass sie nicht drüber springen können. Die Verbauung ist hier in diesem Bereich trichterförmig, sodass die Tiere, wir ziehen also auch Tore ein, sodass die Tiere, falls die durchkommen, teilweise in Trichter reinlaufen und wieder zurück müssen. Die Fertigstellung des 40 Kilometer langen Zaunes ist für Ende November, Anfang Dezember vorgesehen. Die Material- und Baukosten belaufen sich auf ca. 3 Millionen Euro. Um die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest einzudämmen, werden vermehrt personalintensive Fallwildsuchen durchgeführt. Dabei wird der Landkreis bis Anfang Dezember tatkräftig von der Bundeswehr im Rahmen eines Amtshilfegesuches unterstützt. Wir haben ja zum Teil schwieriges Gelände. Ich kann natürlich auch 500 oder 800 Verwaltungsfachangestellte bitten, über schweres Gelände zu gehen. Die Frage ist natürlich nur, wie groß ist der Erfolg? Und die Bundeswehr, wir sind im Landkreis mit einer guten Erfahrung, was die Bundeswehreinsätze angeht, sei es Oderhochwasser, wo sie uns schon mal gerettet haben, sei es bei anderen Maßnahmen. Und deshalb liegt es auch für Hand, immer wenn zivile Kräfte nicht weiter Grenzen stoßen, dann die Bundeswehr anzufragen. Und in dem Fall, wie auch bei der Nachverfolgung Corona, unterstützt die Bundeswehr. Und ohne hätten wir große Probleme, hier diese Aufgabe zu meistern. Und so sind seit dem 9. November 100 Soldaten der regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte aus ganz Deutschland in den Wäldern des Oderbruches unterwegs, um nach verendeten Wildschweinen zu suchen. Ja, wir haben hier eine Herausforderung angenommen, die wir sehr gerne annehmen. Es ist ja auch so, dass wir hier als Soldaten ein Stück weit für Tierschutz einstehen, indem wir hier die ASP eben versuchen, entsprechend einzudämmen und nicht auf Gesamtdeutschland übergreifen zu lassen. Wir haben das entsprechende Gebiet, was uns zugewiesen ist, in ein Koordinatensystem erfasst und suchen diese Gebiete systematisch mit entsprechend Manpower ab. Wer ein verendetes Wildschwein in einer gefährdeten Zone entdeckt, ist aufgefordert, dies möglichst mit GPS-Daten des Fundortes über das Bürgertelefon 033 46 850 69 69 zu melden.
Wie gehört, sind die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Schweinepest angelaufen. Ein 40 Kilometer langer mobiler Zaun zur Begrenzung der Kernzone in dem Territorium wurde errichtet und die Jäger aufgerufen, die Schwarzwildbestände zu reduzieren. Um der toten Tiere habhaft zu werden, bedarf es aber zusätzlicher Abgabestellen. Dass eine Abgabestelle für möglicherweise mit Schweinepest infizierter Wildschweine nun aber in unmittelbarer Nähe des Wildgeheges Vriezen errichtet werden soll, sorgt nicht nur beim Vereinschef Eckart Peetz für Unverständnis. Immerhin gäbe es Alternativen. Dass die afrikanische Schweinepest viele Opfer im Wildbestand fordern wird, ist entsprechend der aktuellen Tierseuchen-Allgemeinverfügung zur Feststellung und Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen unumgänglich. Nicht ohne Grund haben die ehrenamtlichen Betreiber des Wildgeheges Vriezen keine Kosten und Mühen gescheut, ihren heimischen Tierbestand entsprechend zu schützen. Also als das losging, haben wir hier erstmal in der Besucherschleuse, die mal, ja, wo wir vorne eine Seuchenmatte haben, wo wir durchgegangen sind, haben wir hier nochmal einen Zaun gezogen, damit die Zuschauer, also die Besucher, nicht dichter an die Schweine ran können. Also kein Futter rein werfen können oder auch nicht anfassen können. Es war ärgerlich und traurig gewesen, aber wir haben wirklich alles versucht hier unter Grabeschutz auch gemacht. Also so, dass wirklich auch kein fremdes Tier von außen und auch keine Menschen hier ran können und was übertragen können. Man kann es zwar sehen von Weitem jetzt noch, die Bäden hier. Die anderen sind in den anderen Gehegen drüben drin, die wir ja trennen müssen, wo die Leute nun gar nicht mehr ran können oder auch nicht mehr sehen. Aber wir haben unser Möglichstes getan, um wirklich das so weit wie möglich von uns fernzuhalten. Dass der Landkreis aber eine Abgabestelle für tote Wildschweine auf dem hiesigen Gelände des Wasser- und Bodenverbandes GEDO direkt gegenüber des Vriezener Wildgeheges eingerichtet hat, macht die Betreiber fassungslos. Mit uns hat niemand gesprochen, auch die Jagdbehörde war erschüttert davon, die wussten auch nichts. Es wurde von uns niemand informiert oder überhaupt mit uns mal gesprochen oder sonst was. Wenn Leute da vom Kreis mal mit uns gesprochen hätten oder die wären hier gewesen, die Verantwortlichen, die hätten gesehen, dass das 15 Meter vom Wild hier ist, dann hätte jeder Normale hätte das nicht entschieden. Ich glaube auch nicht, dass der Landrat selber weiß genau, was sie ihm hier unterschrieben hat. Kann ich mir nicht vorstellen, denn so ist Herr Schmidt nicht. Die Abgabestelle befindet sich nicht nur gegenüber des Wildgeheges, sondern auch entlang der Tour Brandenburg, wie Vriezens Bürgermeister anführt. Das Wildgehege ist eine Sache und ein gewisses Restrisiko ist wahrscheinlich nicht auszuschließen. Auch wenn mir ja versichert wurde, dass hier nur gesunde Tiere eingelagert werden sollen. Und das stößt eben bei den Leuten ja auf Unverständnis. Das glauben einfach viele Leute auch nicht. Der andere Aspekt ist tatsächlich auch, dass wir hier eine touristische Route haben. Und wenn ich mir die Container angucke, ja, bin ich gespannt, wie das dann bei 35 Grad im Sommer hier aussehen wird. Und die Fachleute sollten einfach nochmal drüber nachdenken. Und unser Wildgehege ist uns wichtig, wir unterstützen das. Da ist sehr viel ehrenamtliches Engagement bei. Und das ist über viele Jahre gewachsen. Es hat ja auch eine besondere Bedeutung, halt gerade für kranke Tiere. Es ist eben halt ein Wildgehege, was kranke Tiere aufnimmt. Das ist eine wichtige Funktion und das muss natürlich auch erhalten bleiben. Und da ist es einfach kontraproduktiv, dieser Standort. Also wir haben ungefähr 80 Tiere ungefähr zur Zeit im Wildgehege. Ja, beim Schwarzwild, also wenn Sie jetzt die Schweine meinen, hauptsächlich, da haben wir natürlich jetzt Probleme. Da haben wir jetzt 9 im Augenblick an der Stückzahl. Da haben wir 3 Bachen davon. Wo wir natürlich jetzt ein Problem kriegen, wenn wir dieses Gelände hier drüben nicht mehr nutzen können. Auch wenn wir jetzt diesen Doppelzaun machen, ist uns die Gefahr zu groß, dass hier was passiert, was hier entsteht, dass hier Nager rüberkommen oder wir haben ja auch hunderte von Rabenvögeln hier. Und das kann immer passieren. Mir kann keiner eine hundertprozentige Sicherheit geben, dass hier nichts mal vorbeifällt. Also können wir dieses Gelände nicht mehr nutzen und ja, wir überlegen, ob wir unsere Bachen doch, ja, dass wir uns trennen müssen davon, dass wir in diesem Jahr vielleicht doch oder im nächsten Jahr keine Frischlinge haben werden, weil uns das Gelände genommen wird oder wir das nicht mehr nutzen dürfen und können. Denn wenn hier ein Schwein krank wird, müssen ja sowieso alle getötet werden. Das ist nun mal Vorschrift. Und dass wir reduzieren müssen oder vielleicht sogar alle Bachen abschaffen müssen oder töten müssen, dass wir keine Frischlinge haben, dass wir ja, vielleicht 1-2 Schweine bloß noch halten in den Innengehegen. Nicht unbegründet fühlen sich die Vriezner also von den Verantwortlichen in der Kreisverwaltung überrumpelt, denn Alternativen zu der eingerichteten Abgabestelle hätte es in unmittelbarer Nähe gegeben. An uns ist man Ende Oktober herangetreten und hat gefragt, ob wir
eine geeignete Fläche haben, wo man solche Container aufstellen kann, wo die Wildschweine, die geschossenen Wildschweine zwischenzeitlich untergebracht werden können. Als Rahmen wurde mir damals in dem Telefonat gesagt, auf jeden Fall muss es was Eingezäuntes sein, eine eingezäunte Fläche. Und wir hatten einen ersten Vorschlag gemacht und einen Tag später war, glaube ich, dann auch schon eine Begehung dort. Und da wurde gesagt, naja, so geeignet ist es nicht, zu zentral gelegen und auch kein befestigter Untergrund. Und aus dem Grund hat man gemeinsam dann mit meinen Mitarbeitern im Hause und mit dem Landkreis entschieden, diese Fläche nicht zu nehmen und hat überlegt, wo man sonst hingehen könnte. Und da gab es dann den Vorschlag, der kam auch bei uns aus dem Hause, dass man sich vielleicht mal an den Gelo wenden könnte. Das wäre eine Variante, die haben eine große Fläche. So. Danach haben wir uns aber nicht mehr unterhalten dazu. Und am Montag bin ich dann hierher gerufen worden und konnte dann feststellen, dass eben genau die Ecke genommen wurde, die am nächsten an unserem Wildgehege dran ist. Und naja, eine befestigte Fläche ist es auch nicht gerade. Und das hat natürlich auch bei mir dann auf gewisses Unverständnis ist das gestoßen. Wie gesagt, wir sind natürlich nicht die Fachleute auf dem Gebiet, aber mit den Eckpunkten, die uns zur Verfügung stehen, was man für Ansprüche an solche Flächen hat, bin ich dann losgezogen und habe mich erkundigt, wo wir geeignetere Flächen haben könnten, die eben nicht bei unserem Wildgehege und vor allem auch nicht an dieser touristischen Fahrradroute hier dran liegen. Denn wie ich ja jetzt weiß, soll ja diese Installation ca. 2 Jahre lang bestehen bleiben. Das ist ja schon eine geraume Zeit. Und hier führt der überregionale Radweg lang. Das ist schon alleine ungünstig. Und ich konnte einen Grundstückseigentümer hier gewinnen, der gesagt hat, Mensch, ich habe noch eine Fläche, die ist mit Betonplatten ausgelegt, die ist ein bisschen abseits und ich wäre bereit, diese Fläche zur Verfügung zu stellen. Natürlich, ob da alle Rahmenbedingungen stimmen, das ist dann natürlich vom Landkreis zu prüfen, von den Fachleuten. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wissen um die Gefahr für ihre zum Teil im Wildgehege geborenen Wildschweine, die ihnen mehr als nur ans Herz gewachsen sind. Diese auch unter den neuen Begebenheiten zu schützen, ist fast unmöglich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das erste erlegte infizierte Wildschwein von Jägern in die dafür vorgesehenen silbergrauen Kadavertonnen gebracht wird. Automatisch steigt die Infektionsgefahr für die Bewohner des Wildparks. Denn entsprechend bisheriger Erkenntnisse ist die afrikanische Schweinepest zwar nur auf Wildschweine übertragbar, aber der Erreger ist gegenüber Umwelteinflüssen sehr widerstandsfähig und bleibt auch während des Verwesungsprozesses des Schweines mehrere Wochen bis Monate infektiös. In Schlachtkörpern und Blut ist das Virus monatelang vermehrungsfähig und somit ein gefundenes Fressen für jeden Aasfresser, die wie beispielsweise Raben als Übertragungswirt nicht zu bremsen sind. Es ist ein Wahnsinn, die gehen, sitzen bei den Schweinen so ja mit auf den Truch drauf oder gehen auf den Rücken drauf. Es ist ein Wahnsinn, aber man kann nichts gegen machen. Und die können natürlich schnell was übertragen. Gerade wenn das hier vorne ist, ja, da fällt, kann ruck, ich sag mal einfach, was runterfallen und die bringen das hier hin und schon haben wir das, ist das erledigt. Also das ist auch eine Gefährdung hier, diese Tiere, aber die müssen wir dulden, die sind nun mal da. Aber ist nicht schön für uns. In der aktuellen Situation sei es laut Aussage der Kreisverwaltung zwar unwahrscheinlich, dass infizierte Tiere zur Abgabestelle gebracht werden, doch die Abgabestelle wurde für mindestens 12 Monate errichtet. Und eines lässt sich schon jetzt mit Gewissheit sagen. Die Fundorte infizierter Wildschweine werden früher oder später weiter Richtung Westen, also in die bisherigen Pufferzonen wandern. Und dann ist es nicht mehr auszuschließen, dass die afrikanische Schweinepest über Aasfresser in das Wildgehege getragen wird und somit auch diese Freundschaft dem Tod geweiht ist. Ja, ist gut. Ja. Mal hier in den Ohren kraulen, wa? Ja.